Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier jetzt in der Nähe vom Wrack der Morgentau, das wir erkunden wollen oder müssen für die eine Quest, und ich hoffe, wir sind aber ganz schön nah dran gezoomt. So. Ich hoffe, dass da uns jetzt keine Verlorenen erwarten oder so. Ich hoffe, dass wir da jetzt mal ein bisschen Ruhe haben. Ich sehe Eisgeister oder Anomalien, wie auch heißen. Da irgendwas schwirren. Ja. Irrlichter, okay. War keine mächtigen Irrlichter. So, der erste ist hinüber. Zweiter ist hinüber. So, und was mit dir jetzt? Na, komm her. Warte, ich höre da noch irgendwas. Irgendwas ist hier drunter. Wer ist das? Kapitän Rocchio? Set des Fährtenlesers? Beendet das Wrack der Morgentau hin und nach Hinweisen auf Taras verbleibt, das Passagierteilung zuerst mitbringen. Ein mutiger Geruch schlagt euch entgegen, als ihr das Passagierbuch öffnet. Das Buch ist durch das Meerwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nur einige wenige Namen sind zu erkennen. Ihr blättert durch die nassen Seiten, bis ihr schließlich eine interessante Stelle findet. Passagierin Tara Mildred Zalayil. Beschäftigung Akrobatin. Bezahlt bei Reiseantritt. Arbeit in Kombüse. Notizen gebürgt von Dalmersa. Dalmersa? Ja, da haben wir die. Aber die hat hier noch einen Umhang. Wieso kann ich... Und den Hut. Ich will den Hut haben. Ich muss mich jetzt erstmal kurz verstecken. Hufeisen. Er weiß, wo wir sind. Aber wenn ich versteckt bleibe und mich jetzt hier nicht mehr bewege, schade, dass die auch keine der Mythen-Legenden ist. Obwohl, warte mal. Noch haben wir nicht viel Leben verloren. Natürlich, die muss jetzt ausweichen. Gibt es irgendwie noch eine Stelle, wo ich gut treffen könnte?
Mist. Ach komm schon. Ich verliere jetzt hier ein paar Pfeile, aber... Ein letzter Schuss. So, ertrunkener Matrose. Noch ein ertrunkener Matrose. Set des Aschekriegers. Set des Tribunals. Knochenbogen. Gibt es irgendwie einen Ausgang? Es muss hier doch irgendwo einen Ausgang geben, oder? Nicht, dass ich hier jetzt nicht mehr rauskomme. Dunkle Matrose. Ertrunkene Matrose. Komme ich überhaupt raus? Wenn ich hier jetzt feststecke. Ah, hindurchklettern, Spalt. Ah, okay. Und wir essen nochmal eine Brezel. Wir sind richtig langsam auf dem Eis. So, da hinten gab es aber noch ein Boot. Aber wir sind jetzt zumindest, was Esme angeht, schon mal deutlich weiter. Jetzt nur schade, dass wir von dem da, Baldram, oder wie der jetzt hieß, die Leiche nicht mehr gefunden haben. Ich hätte gern gewusst, was er da für Sets bei sich trug. So, was gibt's noch bei dem Schiff? Vielleicht speichere ich jetzt noch mal. Okay, hier sind nur noch mehr Gletscherhunde, aber... Ich tue euch nichts. Schutzzirkel, Panik. Wegestreuenschild. Okay, nice. Ich will nur an euch vorbei, ja? So, die nehmen wir mit. Mondsteinerz. Silberstahl-Großschwert.
Endlich haben wir jetzt einen besseren Schild. Hat aber auch gedauert. Hier hinzukommen hat sich doch noch gelohnt. Also ich lasse die Hawker jetzt aber alleine. Gletscherhunde, Entschuldigung. Gletscherhunde meinte ich. Wäre schön gewesen, hätte er irgendwie vorher angekommen. Dum 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 dum. Okay, aber jetzt gehen wir den Weg wieder zurück, wenn ich den Weg finde. Sind wir hier schon mal fertig? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, herzukommen. Dann haben wir jetzt ein Wegestreuen-Schild. Wir haben die Quest fertig gemacht. Mit dem da tut mir das jetzt irgendwie leid, dass wir seine Leichen nicht mehr finden konnten. So, dann ist jetzt nur die Frage, wie geht das dann jetzt mit Esme weiter? Und Ralata müssen wir auch noch weitermachen. Wir lassen uns jetzt mit der Hauptstory ein bisschen Zeit, weil ich habe so das Gefühl, wir sind eh schon kurz vorm Ende. Wäre ein bisschen doof dann, wenn wir dann das Spiel hier beenden, ohne die anderen Sachen hier abgeschlossen zu haben. Wo ist das Mammut hin? Manfred? Ach, da ist Manfred. So, aber... Hier gab es ja eigentlich nichts. Und ich frage mich, was das hier ist. Für ein Weg. Speichern. Nur um sicher zu gehen, dass wir alles auch behalten, was wir jetzt eingesammelt haben. Gleich vielleicht diesen einen Weg, wenn ich den auch finde, einmal ausprobieren. Da müsste jetzt gleich hier irgendwo sein. Nur mal kurz reinschauen. Und gucken, wo das hinführt. Wir müssen ja wegen der Ralata so oder so nochmal hier hoch. Na, gegen zwei Eisbären. Werde ich das überleben? Ich glaube nein. Komm die hoch? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Genau, geht weg. Ich glaube, ich treffe ihn nicht einmal. Das. Ach, hier ist der Weg. Oder? Ja, das ist der Weg.
kann ich mit einem Werkzeugkasten machen? Ich hoffe, die sind jetzt weg. Wir regenerieren kein Leben, wir müssen wieder was essen. Cremetorte. Ich komme hier nicht durch. Aber woher kamen die beiden Eisbären auf einmal her? Und das hier ist der Weg. Den hier will ich noch mal erkunden, ein bisschen. Und gucken, wo das hinführt. Erfahrungspunkte. Woher habe ich die jetzt bekommen? Weil ich jetzt hier hochgehe, oder wie? Manchmal fehlt mir eine Erklärung, wofür ich die bekomme. Alter, da oben ist noch eine Festung. Da ist noch ein Mammut. Den nennen wir Helmut. Ich will nur an dir vorbei, ja? Gegen die Eiswölfe dürfen wir gleich kämpfen. Keine Chance, und fliegt die vorbeizukommen. Ah, drei. Ja. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, was uns hier attackieren könnte, wäre jetzt ein Schneeleopard. So, aber wo genau befinde ich mich? Ich bin schon... Okay. Ich bin schon auf dieser Route. Was ein bisschen mehr weiß bezeichnet ist. Ein Eistroll oder Schneetroll. Schaffen wir den? Eistroll, genau. Ja, komm. Mist. Warte mal. Achso, okay. An Helmut sind wir schon vorbei. Komme ich jetzt an ihm vorbei? Der ist diesmal ein bisschen stärker. Leber.
glaube, ich werde nochmal drauf gehen. Wir haben es geschafft. Okay, speichern. Und ich hoffe, wir regenerieren noch ein bisschen. Bevor ich das nächste essen muss. Wir wissen, wo das hier hinführt. Noch regenerieren wir. Tiefgrabversorgungsschacht. Was ist Tiefgrab jetzt? Will ich da rein? Will ich das riskieren? Ich habe das Gefühl, hier kommen gleich sehr viele Magier. Okay, unten aber, ja. Das wird ein langer Kampf hier. Ich glaube, war ja gut. Konnte ich da gerade irgendwas nehmen? Irgendwas hat mir gerade zusätzlichen Schaden gemacht. Ich gehe mal ganz vorsichtig hier hinunter. Dum, 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 dum. Die dürften jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, wo ich bin. Noch regenerieren wir. Vielleicht noch mal kurz speichern. Ich glaube, der Obaya wurde beschworen. Ich glaube, die werden... Die da oben sind, noch ein Obaya rufen gleich. Den will man hier. Schnell weg. Nein! Was?
Warte. Kommt der. Dorbaya ist mit ihm verschwunden. Mächtiger Seelenstein. Eterner Großschwert. Eterner Pfeile. Teleport nach Ark. Warum haben die Teleport nach Ark hier gehabt? Salz. Und diese Schlüssel, Meister. Oh, Pupone, ne, roter Windwurz. Okay, aber hier gab es jetzt nichts, was sich lohnt. Es geht hier noch weiter. Okay, was gibt's hier? Eine Tür, okay. Warum chillen die Wildmagier hier mit Vatüren? Holzfäller-Axt? Kann ich hier rein? Schuppen? Tiefgrab-Schuppen? Ich hoffe, da sind jetzt keine Vatüren drin. Doch, hier sind wir Türen. Jetzt sind die auch noch mal runtergekommen. Okay, da gehen wir erstmal nicht rein. Okay, aber zum Glück doch. Nur ein Vatür. Speichern. Dann ist der andere wahrscheinlich noch drinnen geblieben. Ich esse mal einen Dattelkuchen. Lichtmagie-Meister. Morgenlufttrank. Es geht sogar noch weiter runter. Hier oben dürfte jetzt keiner mehr sein, ne? Ambrosia, perfekt. Ach nee, das Eisenerz. Ja, egal. Dann haben wir jetzt Eisenerz.
Hier ist kein Batura, oder? Es wird immer besser. Kristallmünzen, wie viele gibt's denn hier? Eterner Stiefel? Ah, doch! Der findet mich jetzt nicht mehr. Wir regenerieren Leben, immerhin. Warten, Moment, ich speichere das nochmal. Und während der Wartür da runter geht, laden wir eben nochmal kurz auf. Ich hoffe, da sind nicht mehr allzu viele Wartüren. Hier kann man sich aber auch schlecht vor denen verstecken. Ring der mächtigen Ausdauer? Warum hat er so was? Schattenstahlerz? Ich bin ein bisschen besorgt. So, Schattenstahl. Einmal kurz abbauen. Speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob hier... Oh, sorry, Voice Crack. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr Vatüren gibt. Obwohl, es sieht schon aus, als wäre ich hier Ende. Was haben wir da? Eterner Streitkorn des Frosthorns. Set der Skarak, Skarak-Handschuh. Warum nicht die Rüstung? Was hat er da? Schweren Lederharnisch, ne? Ist noch mehr Schattenstahl, Erz.
meiner Seelenstein wurde mir total hinzugefügt. Ranzigen Genesungstrank. Und hier gibt es auch nochmal Schattenstahlerz. Schwarzer Seelenstein wurde mir total hinzugefügt. Okay, hier wären wir fertig. So, wofür das hier? Nordwindgebirge? Ach, hier! Hier kommen wir raus. Okay. Nee. Hier, ich hatte gedacht, wir würden da unten rauskommen. Gut, hier nochmal speichern. Jetzt will ich wissen, was da ist, wenn wir dahin weitergehen. Ich habe die Befürchtung, hier kommen noch ein paar Türen. Feinstahl, ja, brauchen wir nicht. Noch ein Schädel. Warte mal, ist das, das ist ein Dorf. Okay, so ein Riese. Monstrosität. Fahre mich da hoch. Okay, hier oben ist besser. Ist das die Frage? Ja, das schaffen wir. Ich darf hier jetzt nicht runterrutschen. Grotesker Verlorener. Hier geht's nicht weiter. So, wenn er uns gleich wieder verloren hat, schießen wir wieder auf den. Vorausgesetzt, er bewegt sich auch. Ich glaube, den mal dahin. Mist. Wenigstens regeneriert er kein Leben. Aber warte mal, ich speichere immer. Ich will mal gucken, wie gut wir im Nahkampf gegen den mal ankommen. Ich will mal mutig sein. Deswegen speichern wir. Ja, wird ein bisschen schwierig.
Okay, er glaubt, er kommt hier. Er kommt hier. Ich glaube, er wird gleich noch irgendwie durchglitschen. Er legt es drauf an. Okay, wir haben das geschafft. So, jetzt aber definitiv ein Krustenbrot. Blutverschmierter Kriegshammer. Nimm den mal mit. Und speichern. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht noch so einer. Tiefgräbersiedlung entdeckt. Die sind auch schon wahrscheinlich alle verloren. Ja, da sind alles verlorene. Boah, aber das ist eine coole Siedlung hier. Tiefgrabschuppen. Okay, hier sind gleich 5. Wenn wir gleich rausgehen. Autsch. Dann wird die auch auf uns aufmerksam. Die beiden müssen wir doch schaffen. So, Schlägel, Nägel, Ternerpfeile, Eiselmetallrufen, Rang 2. Hier ist eine Spitzhacke. Seelenstein, gefüllter Seelenstein sogar. Und zusätzliche Münzen gefunden. Nice. Frage ist, ist das eine Mutter da hinten oder? Die Frage ist, wie viele Schuppen können wir hier besichtigen? Finden wir hier irgendwas Wertvolles? Vielleicht nochmal kurz speichern. Da ist noch so ein grotesker Verlorener. Sicher zu gehen. Wer hat davon mitbekommen? Nur die zwei. Autsch.
Den haben wir noch erwischt. Wo ist der andere? Okay, der Groß hat uns jetzt auch entdeckt. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, er haut ab. Das heißt, das speichern wir. Wenn er hier nicht hochkommt, ist das schon mal gut. Denn die sind doch ein bisschen zu übermächtig. Letzte fehlende Stück der Skadak-Rüstung oder vielleicht vorletzte. Ich habe jetzt vergessen, ob das Skadak-Set einen Umhang hat. Ich hatte ja mal geschaut gehabt, hatte glaube ich auch schon erwähnt. Okay, jetzt hat er nicht. Hier dürfte er nicht rankommen, ne? Wo ist er denn? Da. Kann ich ihn von hier so treffen? Nope. Hier bin ich für ihn wieder in Reichweite. Oder er sucht mich. So, komm. Ich hoffe, der versteckt sich irgendwo da hinten. Nee, der will runter. Dum, 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 dum. Ja. Wir haben den. So, jetzt dürften hier hoffentlich nur noch normale Dinge sein. Verlorene. Noch ein Tiefgrabschuppen. Und wir brauchen was zu voran.
glaube, das führt zu einer Mine. Wahrscheinlich mit noch mehr von denen. Tiefgräbers Furche. Entdeckt, okay. Da vorne ist auch noch was. Nein! Rennen, springen? Irgendwas? Dass hier ausgerechnet noch so einer ist. Man muss ja auch übertreiben. Ja, versteck dich da. Da ist gut. Immer dieses Ausweichen. Wo will der denn jetzt hin? Komm ich hier hoch? Ja. Diese grotesken Verlorenen. Dass sie aber auch übertreiben müssen mit denen, dass hier gleich so viele sind. Das wäre jetzt der dritte alleine hier. Komm schon. Aber anders weiß ich mir gerade echt nicht zu helfen, gegen die anzukommen, außer mich hier oben zu verstecken. Warte mal, So, dann machen wir ein bisschen mehr Schaden wieder. So, der kommt jetzt gleich wieder raus. Und diesmal machen wir jetzt auch noch Flammschaden an ihm. Da kommt er.
ob ihr das nicht schafft zu entkommen. Doch. Das ist jetzt sehr mal schade. Diesmal hat das geschafft. Dum 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 dum. Speichern. Ich hoffe, diesmal ist hier keiner mehr von denen. Noch ein Brunnen. Interagieren Wünschelbrunnen. Den Schacht hinunterblicken. Wir haben gespeichert. Gefangen im Licht. Versunken im Stein, so wäre ich ewig, doch kalt und allein. Die Zacken gebrochen, der Stern blass und leer, mein Lachen verklungen, ich scheine nie mehr. Bring mir mein Herz zurück. Hallo? Verfluchte Rätsel, ich hasse Rätsel. In unserem Schatten mit einem Regenten. Wir suchen eine Ark. Ich habe jetzt aber nicht verstanden, wo ich so suchen muss. Tiefgräberklippe entdeckt und all die toten Seelen, Buch 7. Und Buch 8. Und vielleicht davon A. Ich hatte jetzt gehofft gehabt, so, ich finde jetzt die wir nicht mehr haben. Von den Büchern. Die abhandengekommenen. Welche Burg ist das? Dalgalla. Warte mal, wir machen das mal so. Mit der Aussicht verabschiede ich mich dann für heute schon mal. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!